Es ist der Albtraum für jeden Vater. Mitten in der Fußgängerzone in Hagen wird die dreijährige Evelina von einem Motorradfahrer angefahren. Das Kind landet mit schweren Kopfverletzungen im Krankenhaus. Und wir haben Evelinas Vater getroffen und der versteht die Welt nicht mehr. Mein Kind ist auf der Intensivstation und der rasende Biker, der musste nicht sofort seinen Führerschein abgeben. Wie kann so etwas sein? Hier wird die kleine Evelina von dem Motorrad in Hagen erfasst und zu Boden gerissen. Die Dreijährige erleidet schwere Kopfverletzungen, kämpft 2 Tage lang im Krankenhaus um ihr Leben. Die gute Nachricht heute, Evelina geht es schon wieder besser. Ihre Kopfwunden wurden genäht. Mutter Oksana weicht nicht von ihrer Seite. Ihr Vater Nikolai ist dennoch immer noch aufgebracht über den rücksichtslosen Biker. Circa 70, 80 Kilometer pro Stunde. Das, 70 bis 80 in der Fußgängerzone. Ja, das möchte zeigen, wie das so schnell fahren für alle Theater gemacht, für die Leute, welche in Cafeteriegeschäft sitzen. Am Tatort in der Hagener Fußgängerzone schildert uns der 50-jährige Hausmeister, wie er den Unfall erlebt hat. Für uns das ist große Stress, Schock. Für uns ist Unverständnis, dass wir in Fußgängerzone Motorrad fahren, wenn es steht Schild, ist verboten. Diese Überwachungskamera zeigt, das Mädchen löst sich kurz von der Hand seiner Mutter und wird dann umgefahren. Ersthelfer kümmern sich sofort um Evelina. Vater Nikolai schimpft heute über das Verhalten des 47-jährigen Bikers nach dem Unfall. Ich verstehe nicht, warum diese Motorradfahrer nicht sofort helfen für Kinder. Für mich das ist total Idiot. Auf eine Entschuldigung warten die Kischiks bis heute. Mit dem Fahren in der Fußgängerzone hat der Motorradfahrer nur eine Ordnungswidrigkeit begangen. Ob er sich durch zu schnelles Fahren strafbar gemacht hat, wird noch geprüft. Gegenüber der Polizei gibt der 47-jährige Motorradfahrer an, langsam gefahren zu sein. Doch die Bilder vom Unfall sprechen eine andere Sprache. Die Spurenlage ist zwar vorhanden, aber daraus die Geschwindigkeit abzuleiten, ist relativ schwierig. Wir haben Zeugenaussagen, dass er normal gefahren sei. Normal heißt, so wie der Fahrer sagte, etwa 15 km/h. Es gibt aber auch Zeugen, die sagen, er hätte stark beschleunigt und wäre deutlich schneller gewesen. Nikolai Kischik aber fordert eine harte Bestrafung des Rasers. Ich wünsche, dass die Polizei von diesem Motorradfahrer das Führerschein wird. Wir zeigen die Bilder vom Unfall Richter Alexander Holt. Er ist überzeugt, ein Führerscheinentzug für den Biker wäre eine angemessene Strafe. Lässt sich nachweisen, dass der Motorradfahrer in der Fußgängerzone stark beschleunigt hat, dann ist ihm sicherlich die Fahrerlaubnis zu entziehen. Wenn er wirklich nur ganz langsam gerollt ist und das Kind ist von links nach rechts gelaufen, dann wird vielleicht auch ein Fahrverbot von 1 oder 2 Monaten ausreichen. Wie lange Evelina noch im Krankenhaus bleiben muss, ist zurzeit noch unklar. Noch sind die letzten Tests nicht abgeschlossen. Vater Nikolai ist dennoch heilfroh, dass seine Tochter den Unfall so gut überstanden hat. Das Kinder ist langsam besser. Das für Kinder immer geht schneller. Welche Strafe den Biker erwartet, muss nun die Staatsanwaltschaft ermitteln. Doch eins scheint angesichts dieser Bilder wahrscheinlich. Glimpflich wird der Fußgängerzonenraser wohl nicht davonkommen. Die wundervolle Veronika! Oh, jawohl!